In diesem Video erfahren Sie mehr über Blue Piano, ein neues Softkeyboard mit Bluetooth-Verbindung. Blue Piano transformiert die empfangenen Bluetooth-Daten in virtuelle Anwenderdaten. Die Daten erscheinen unmittelbar im Eingabefeld. Diese Methode funktioniert mit jeder Zielapplikation. Jedes Bluetooth-Gerät, das Serial Port Profile oder SPP unterstützt, kann verwendet werden. Installieren Sie Blue Piano vom Android Market und passen Sie die Einstellungen wie folgt an. Öffnen Sie zuerst Bluetooth-Einstellungen und aktivieren Sie Bluetooth. Sobald Bluetooth aktiv ist, suchen Sie im Umfeld nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät sichtbar ist. In diesem Video wird ein Voyager Bluetooth Barcode-Scanner verwendet. Nun müssen Sie den Bluetooth-Scanner mit Ihrem Mobiltelefon verbinden. Wählen Sie das richtige Gerät aus der Liste und geben Sie den zur Verbindung erforderlichen PIN-Code ein. Dieser PIN-Code ist in der Dokumentation Ihres Bluetooth-Geräts enthalten. Gehen Sie zurück zu den Einstellungen und spezifizieren Sie, welches Bluetooth-Gerät Blue Piano verwenden soll. Wählen Sie den richtigen Gerätenamen aus der Liste und bestätigen Sie mit OK. Bevor Sie die Blue Piano-Eingabemethode verwenden können, müssen Sie diese in den Android-Einstellungen aktivieren. Wählen Sie Blue Piano und bestätigen Sie die Sicherheitsfrage. Nun aktivieren Sie die Eingabemethode. Das erfolgt mit einem langen Klick auf das Eingabefeld, bis ein Menü erscheint. Wählen Sie zuerst Eingabemethode und dann Blue Piano. Jetzt wird das Blue Piano Soft Keyboard anstelle des Default Keyboards verwendet. Sie können das Default Keyboard mit der gleichen Vorgehensweise wieder aktivieren. Zum Prüfen der korrekten Funktion von Blue Piano wählen Sie Test It. Wenn ein Barcode nun gescannt wird, erscheint dessen Wert im Eingabefenster. Das funktioniert mit jeder Applikation. Versuchen wir es mit Gmail. Das Blue Piano Keyboard wartet auf eingehende Bluetooth-Daten. Der gescannte Barcode wird automatisch in das Textfeld eingegeben. Versuchen Sie es selbst. Blue Piano ist am Android Market als Vollversion oder kostenlose Demo-Version verfügbar. Ich hoffe, das Video war hilfreich und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.